Samstag, ein schönes Wochenende. Der Herr sei mit euch, der Herr gebe euch Kraft. Ich wollte eine kurze Botschaft mit der Gemeinde Gottes teilen. Und zwar bin ich im Buch von Lukas, Kapitel 2, ab Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachte sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, 2. Mose, Kapitel 13, 2, 13, 15. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer dazu bringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in der Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Herr segne euch. Ich wollte diesen kurzen Botschaft mit euch teilen. Und zwar geht es hier um Simeon. Die Bibel stellt uns Simeon vor. Und die Bibel sagt klar, er war fromm, also er war alt und er wartete auf eine Verheißung, was er vom Heiligen Geist empfangen hatte. Die Bibel sagt, er war fromm, er war gottesfürchtig und er hatte den Heiligen Geist. Drei sehr wichtige Punkte im Leben eines Christen. Fromm, gottesfürchtig und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spielt eine sehr große Rolle in unserem christlichen Leben. Weil wir hören oft, was Menschen sagen, aber jemand, der den Heiligen Geist hat, der hört Gott. Weil der Heilige Geist ist Gott in uns. Jesus hat uns seinen Geist gegeben und sein Geist ist das Allerwichtigste, was wir haben. Das hatte Simeon gehabt und die Bibel sagt, er hat ein Wort vom Heiligen Geist empfangen. Und dieses Wort sagte zu ihm, er werde den Tod nicht sehen, bis er den Christus sieht. Und was ist passiert? Der Heilige Geist hatte ihn zur Tempel geführt. Wenn du den Heiligen Geist hast und wenn du auf den Heiligen Geist hörst, er führt dich dahin, wo deine Verheißung ist. Weil wir haben alle eine Verheißung vom Herrn empfangen. Die Bibel sagt, da Gott die Welt geliebt hat, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben ererben. Die erste Verheißung, was wir haben, ist das ewige Leben, was uns der Herr versprochen hat. Aber damit das auch in unserem Leben wahr wird, müssen wir den Heiligen Geist haben, weil der Heilige Geist, der wird uns dahin führen, da, wo das ewige Leben ist. Ohne den Heiligen Geist können wir die Zeit nicht verstehen. Ohne den Heiligen Geist können wir den Tag nicht verstehen, weil Gott wird nicht nach unser Kalender geführt. Unser Kalender ist nicht Gottes Kalender. Darum ist es sehr wichtig, den Heiligen Geist zu haben. Der Heilige Geist hatte Simeon zur Tempel geführt. Und wenn du den Heiligen Geist hast, er wird dich auch zur Tempel führen. Und zwar zum wahren Tempel, was Jesus Christus ist. Jesus hat gesagt, brich diesen Tempel. In 3 Tagen wird er neu aufgebaut. Jesus Christus ist der wahre Tempel. Nur der Heilige Geist kann dich dahin führen. Wir leben in einer Zeit, wo wir den Heiligen Geist mehr brauchen als alles andere. Darum sagt selbst, als Jesus zu Johannes in Offenbarung gesprochen hat, als er ihm die Botschaft für die 7 Gemeinden gegeben hat, zu jeder Gemeinde hat Jesus gesagt, wer Ohren hat, der höre das, was der Geist zur Gemeinde spricht. Wir leben in einer Zeit, wo wir den Heiligen Geist hören sollen. Du hast eine Verheißung Gottes. Jeder von uns hat eine Verheißung.
Oft sehen wir diesen Verheißungen nicht wahr werden, weil wir nicht den Heiligen Geist haben oder weil wir nicht auf den Heiligen Geist hören. Wenn du auf den Heiligen Geist hörst, erfüllt dich zum Tempel. Erfüllt dich zu Jesus Christus. Erfüllt dich dahin, wo die Verheißung auf dich wartet. Du brauchst den Heiligen Geist, um das zu empfangen, was der Herr für dich vorbereitet hat. Alle Verheißungen Gottes müssen wahr werden. Gott gibt keine leere Verheißung oder leere Versprechungen. Aber du brauchst den Heiligen Geist. Er ist der wahre Führer. Darum jeder, der den Heiligen Geist hat, er hat Gott in sich. Und der Heilige Geist, es gibt keinen besten Führer wie der Heilige Geist. Er wird dich dahin führen, wo Leben ist. Er wird dich dahin führen, wo Jesus Christus ist. Er wird dich dahin führen, wo das Licht leuchtet. Der Heilige Geist ist der wahre Weg. Hätte Simeon den Heiligen Geist nicht gehabt, dann hätte er Jesus Christus nicht gesehen. Aber weil er den Heiligen Geist hatte und weil er auf den Heiligen Geist gehört hatte, der Heilige Geist hat ihn zum Tempel geführt. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, bete zu Gott, er soll dich mit seinem Geist taufen. Bete zu Gott, dass du den Heiligen Geist empfängst. Dass nicht mehr du leben sollst, aber dass der Geist anfängt in dir zu leben. Bete zu Gott, Gott gibt seinen Geist. Er hat gesagt, wenn ihr mich liebt, wer mich liebt, er wird mein Wort gehorchen und der Vater und ich werden in ihm wohnen. Jesus gibt bis heute noch seinen Geist. Der Geist ist eine Verheißung, was der Herr an uns allen gegeben hat. Alle, die an ihn glauben und sich taufen lassen, werden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Okay, die Schwester Noel Adam schreibt, wie höre ich den Heiligen Geist? Den Heiligen Geist hört man erstmal durch Gebet, weil nur durch Gebet sind wir mit dem Heiligen Geist empfangen. Und du musst eins wissen, Schwester, wir Menschen, erstmal bist du ein Geist. Ein Geist, was gekleidet ist durch den Fleisch und du hast eine Seele. Im Buch Hiob steht, die Wahrheit eines Menschen ist der Geist in ihm. Du hast den Heiligen Geist, hört man durch Gebet, den Heiligen Geist hört man durch das Wort lesen. Weil selbst das Wort Gottes ist Geist. Wenn du im Gebet bist, wirst du den Heiligen Geist hören. Wenn du das Wort liest, wirst du den Heiligen Geist hören. Weil das ist ja eine Schrift, was durch den Heiligen Geist geschrieben wurde. Der Heilige Geist ist reell. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Das ist keine Geschichte, aber der Heilige Geist existiert. Und wenn du ihn noch nicht empfangen hast, bete zu Gott, dass er dich mit seinem Geist taufen soll. Der Geist Gottes ist für uns, ist eine Verheißung, was der Herr jedem gegeben hat, der an ihn glaubt. Simeon hatte den Geist und etwas hat mich gewundert. Und zwar in der Zeit, wo Simeon den Geist hatte, das war in der Zeit, wo der Geist noch nicht mal ausgegossen wurde. Da ist Jesus geboren und im Matthäus steht ja drauf, dass in der Zeit, da waren kaum Offenbarungen, kaum Visionen. Aber Simeon hatte den Geist. Wir können den Geist heute noch erleben, mächtig sogar. Bruder Noel Adams, kannst du mich per Inbox schreiben? Schreib mir auch deine Nummer, dann rufe ich dich an, dann können wir zusammen beten. Ich weiß, der Herr tut noch was für dich. Wir leben in einer Zeit, wo der Herr wirklich seinen Geist ausschüttet. Und jeder, der bereit ist, wird den Geist empfangen. Der Heilige Geist ist für uns alle gedacht. Und ein sehr großes Geheimnis ist eins. Wenn du den Heiligen Geist empfangen bist, musst du dich heiligen. Weil es ist ja der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt nur da, wo es heilig ist. Der Heilige Geist ist für uns allen gedacht. Es ist der Herr, er will in dir wohnen. Der Herr will eins mit dir sein. Darum sagt Paulus, Paulus, das Alte ist vergangen und alles wird neu. Nur durch den Geist Gottes kann alles neu werden. Jesus Christus lebt. Und er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir durch den Geist Verbindung mit ihm haben. Nur durch den Geist Gottes kannst du Verbindung zu ihm haben. Darum, so wie der Geist Gottes den Simeon zum Tempel geführt hat, der Geist Gottes wird dich dahin führen, wo Leben ist. Der Geist Gottes wird dich dahin führen, wo Gesundheit ist. Wenn der Geist Gottes in dir hineinkommt, er wird dich führen. Und der Geist Gottes, er führt nur zum Leben. Der Geist Gottes, er führt zum Frieden. Der Geist Gottes, er führt zum Freude. Der Geist Gottes, er führt wirklich da, wo die Ruhe ist. Der Heilige Geist ist Leben. Darum hört den Heiligen Geist, wandelt nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist
die Quelle. Der Heilige Geist ist alles. Hätte Simeon den Heiligen Geist nicht gehabt, dann hätte er diese Verheißung nicht gesehen. Du kannst eine Verheißung haben und die Verheißungen sind da, um wahr zu werden. Aber nur durch den Heiligen Geist werden die Verheißungen wahr. Darum suche nach dem Geist. Im Kolosserbrief steht drauf, trachte nach den Dingen, die oben sind. Und der Heilige Geist ist ja ein Geist, was von oben gekommen ist. Trachte nach dem Heiligen Geist. Und jeder, der danach sucht, wird es auch finden. Die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Gott segne euch. Es war eine ganz kurze Botschaft, was ich mit euch allen teilen wollte. Danke für alle, die online sind und die es auch später sehen werden. Gott segne euch. Der Heilige Geist ist für uns, für jeden von uns. Gott segne euch. Gott sei mit euch. Verbringt ein sehr schönes Wochenende und habt wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es gibt keine bessere Gemeinschaft, als eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Und wenn der Herr soll uns einfach Zeit geben, wir werden uns mehr demnächst über den Heiligen Geist sprechen, weil der Heilige Geist, es ist wirklich ein Thema, was viele Menschen noch nicht so richtig verstanden haben. Es ist auch ein Thema, was viele Menschen nicht kennen. Aber der Heilige Geist, es ist ein Geist, was für uns, was der Herr uns gegeben hat. Es ist sein Geist, es ist der Herr in uns. Und Gott segne euch, Gott sei mit euch, verbringt ein schönes Wochenende. Tschüss.